Ich habe den Eindruck, dass Ihnen der Nachwuchs gefällt, Frau Knief. Pardon? Ich sage, Ihnen gefällt der Nachwuchs, nehme ich an. Nachwuchs? Ich finde die Lieder wunderschön von mir. Und sie nimmt wenige Wörter. Ich habe sie ja jetzt zum ersten Mal erst gesehen. Und mir fällt wieder auf, wie sehr wir in fast allen großen Sprachen nachhängen. Also das heißt, die Wissenschaft rennt uns voraus. Und wir haben fast keine Wörter mehr. Was sagen wir heute eigentlich im Grunde, wenn wir sagen, ich liebe dich? Es ist so oft gesagt worden, dass man das Gefühl hat, das sind alte Hausschuhe. Und es gab einen sehr guten, einen genialen Schriftsteller. Er war ein sehr guter Freund von mir, Boris Vian. Sie kennen ihn vielleicht, Sie haben von ihm gehört. Und er hat damals den Pantheismus begangen, schon in den 60er Jahren. Und da war immer wieder dieses Problem, nicht wahr, dass wir uns alle in eine Zelle setzen, dieser Wörter, die über Jahrhunderte und noch weiter gehen, aber die heute ja ganz andere Beziehungen haben als zuvor und deshalb durch neue Wörter ersetzt werden müssten. Aber wenn Ulla singt, Liebe, Liebe, dann glaube ich sie. Und es fällt mir nicht so auf, dass das ein sehr, sehr, sehr gefahrvolles Wort ist, an das man schon fast gar nicht mehr glaubt, weil man es nicht mehr hören kann. Naja, knall ich hier mit dem Mikro, oder ist das ein anderer? Ich weiß es nicht, aber man wird sich hören, sonst hätte sich schon jemand gerufen, glaube ich. Das ist natürlich mit Wörtern immer so, dass man, jeder, der sich damit beschäftigt, merkt, dass das ein Handicap ist, nicht? Die natürlich. Sprache ist doch sehr hinderlich. Ich möchte eins möchte ich noch mal sagen mit Berlin. Sie sind ja aus Ulm, nicht? Wie Albert Einstein. Ja, ich traf ihn nicht dort, aber wir aber wir haben, ich wollte mich jetzt als nicht ich das erste Mal nach Hollywood kam, da versuchte man also unbedingt irgendeine, nun ja, mich vorzustellen, nicht nur mit Mörder unter uns oder den Film, die ich hier gemacht hatte, sondern also Hildegard Knef, Einstein und dann Hildegard Knef. Und da habe ich gesagt, nur Moment, sondern Einstein bitte nicht. Und das ist ein Mann, der mit 27 Jahren fast die Welt umgekrempelt hat und den Rest seines Lebens darunter gelitten hat. Und das sind ja dann doch Parallelen, aber das wollen wir jetzt, ich meine, jetzt nicht so. Das finde ich nicht. Nein, Moment. Da müssen Sie jetzt präzise werden. Also erstmal mit 37, ich meine auch nicht, dass der, ich glaube auch nicht, dass er so drunter gelitten hat, aber ich. Oh ja, er hat sehr drunter gelitten. Entschuldigung, aber warum soll ich mit, wo sind nein, die Parallelen? Nein, ich meine mit einer frühen Karriere und einer sehr steilen Karriere für ein, da dann doch wieder Berliner Kind nach dem Kriege, nach Hollywood zu gehen. Sie sind ja ganz früh dahin gekommen. Und haben dann doch eine Karriere gemacht, die frappierend war. Nicht? Und das kann man natürlich. Für mich immer auch noch ist? Ja, gut. Dann, wenn Sie das so sagen, dann wollen wir das dabei belassen. Das ist also. Ich glaube, dass es schwer ist. Man kann ja irgendwann nicht mehr höher. Nicht irgendwann, wenn man eine Karriere macht, wenn man da als deutsche junge Schauspieler nach Hollywood kommt, und man, haben sie da zunächst ja nicht die Filme gemacht, weil das ist ja auch völlig wurscht im Grunde, dann ist doch irgendwann Schluss. Ich meine auch, Albert Einstein kann auch nicht mehr machen als dies einmal. Schauen Sie, ich bin sehr dankbar meinem Schicksal dafür, dass ich vier verschiedene Begabungen habe. Und dass es mir gelungen ist, Sie, obwohl ich kein sehr organisierter Mensch bin, außerhalb des Schreibtischs, kann man also mich nicht in die Küche lassen, ohne dass also schwere Verletzungen und so weiter. Aber ich habe angefangen zu schreiben, ja, lange bevor ich den Geschenkengaul geschrieben habe, und zwar meine Texte. Das sind über 400 in der Zwischenzeit. Ich schreibe im Moment Englisch. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass ich diese Sprache doch so beherrsche und die so viel mehr Wörter hat als Deutsch, dass ich im Moment nicht nur Texte auf Englisch schreibe, sondern sogar mich daran gewagt habe, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen, ja, ein Stück zu schreiben auf Englisch.
kann man da, soll man das jetzt, wollen Sie was drüber erzählen über das Stück? Nee, bitte nicht. Nur, dass ich einfach reingesprungen bin. Wissen Sie, was ich meine? Sie sprechen von Karriere, Sie sprechen von höher, höher, höher. Ich spreche nicht von Karriere, ich spreche von Weiterentwicklung. Das ja. halte ich für wichtig. Ja, ich meine, mit Texten meinen Sie jetzt Ihre Chansons oder so? Ja, und ich hoffe, dass durch den neuen Wortschatz ich dadurch auch vielleicht neue Ideen bekomme. Ja. Ja? Das ist nicht leicht. Das haben wir nie geschafft. Das werden Sie da in Amerika gemerkt haben. Nicht? Das habe ich nie geschafft mit neuen Ideen. Nee, ich meine, Sie meine ich jetzt nicht. Ich meine, es ist schwer, in einer fremden Sprache zu schreiben. Geroldsteiner Sprudel. Geroldsteiner Sprudel. Ich meine, kriegen Sie da Prozente oder was? Oder was? Nein, ich wollte uns keinen Alkohol trinken oder so. Sie sind aber, wenn Sie, haben Sie eigentlich, wir haben das so ein bisschen so vorbeigehen lassen. Wenn Sie in Kalifornien sind, jetzt glaube ich 2 Jahre weg gewesen, fehlt Ihnen dann hier was? Über 2 Jahre? Ich war in Frankreich, habe dort einen Film gedreht, ja. aber meine Tochter ist jetzt, also das heißt, meine Tochter, die ja, also das Zentrum meines Lebens. Ja. Sie geht auf eine englischsprachige Schule, also in Kalifornien, auf eine der schwierigsten Hochschulen überhaupt dort. Und ich habe vor 4 Tagen, deshalb bin ich auch aufgeplustert im Moment, also wie die Henne höchstpersönlich, die wunderschöne Eier gelegt hat. Meine Tochter hat es geschafft, in ja, etwas über 2 Jahren in einer der schwierigsten Hochschulen in Kalifornien. Die Beste zu sein, nicht nur das, sondern sie führt dort die Zeitung für die Schule, und zwar hauptsächlich für englische und amerikanische Poesie. Und sie hat es erreicht, dass sie ohne jeden Test und ohne jede besondere Ansprüche, also dass man also dort, ich weiß nicht, tagelang, also Blut und Wasser schwitzt, in jede gute und noch bessere Universität nach Abgang von der Hochschule gehen kann. Kann es sein, dass Sie wegen Ihrer Tochter in Amerika bleiben? Es kann sein. Schauen Sie, sie sitzt, ich habe das neulich gesagt, hier in diesem Kino, während meine Filme liefen. Sie sitzt, da sitzt also jemand aus Indonesien, da sitzt also einer hinter ihr. Ein Schwarzer, da sitzt ein Chinese und ein Japanese und was weiß ich. Und wenn wir nicht dazu kommen, dass wir alle eben nicht mehr Farben und verschiedene Bräuche für so wichtig halten, dass sie also schon wieder einen Krieg hervorrufen, das ist doch unsere einzige Rettung für diese Welt. Und ich finde es wunderbar, dass meine Tochter in dieser Schule sein kann. Es war sehr schwer, sie dort reinzubekommen, weil diese Schule es nur zulässt, dass 11 Schüler innerhalb einer Klasse sind. Ja, ich frage deshalb, weil Sie ja, was war da? Ein Aufschrei? weil Sie ja doch immer mit Berlin in Verbindung gebracht werden. Nicht zuletzt auch durch Lieder, die Sie geschrieben haben. Man hat das Gefühl, dass Sie eine solche Ur-Berlinerin. Und Sie sind ja auch trotz Ulm und trotz Amerika irgendwo so eine Vertreterin Berlins, aber... Ich habe sehr viel für Berlin gesprochen. Ich habe sehr viel auch im Ausland für Berlin getan. Ich bin damals als Emissary, als Vertreter von Willy Brandt nach Amerika gegangen, habe 3 Monate an sämtlichen Fernsehstationen und Radiostationen über die Katastrophe der Mauer gesprochen. Auch als das Buch rauskam, Der geschenkte Gaul, wurde es in Amerika sehr politisch aufgefasst und in einem sehr positiven Sinne. Ja. Dass man also einmal sah, wie war es denn, ein Kleinkind zu sein, also das noch nicht mal zur Schule ging, und fast erwachsen auszusehen, als der Krieg zu Ende war und ein Kollektivschicksal durchwandert. Und auch damit eine Kollektivschuld. Mhm. Und das hat man so dort aufgefasst, und das Buch war ja ein enormer Erfolg in Amerika, genauso wie das Urteil. Man hat sich in Amerika eben nicht zu Tode erschrocken, dass jemand über Krebs schreibt, denn das ist eine Krankheit, die fast jeden Menschen überfallen kann. Die Krankheit in der westlichen Welt ist nun mal an der ersten Stelle das Herzinfarkt und an der zweiten Stelle ist
Krebs. Und man fand es also nicht degutant, etwas anzurühren, was uns alle angeht, nämlich das Leben und den Tod. Wir versuchen immer, den Tod so wegzureden. Das können wir nicht. Eines haben wir alle gemein. Nämlich, dass wir alle wissen, dass wir eines Tages sterben müssen. Und vielleicht ist es deshalb, dass es so viel Feindschaft gibt zwischen Menschen, weil wir nicht so wenig schätzen als eine absolute Einheit in, na, mit Angelegenheit kann man Tod eigentlich nicht bezeichnen, aber in einem Schicksal, das uns alle fürchten lässt. Was meinen Sie damit, dass es so viel Feindschaft gibt zwischen Menschen? Nun, es gibt für Feindschaft haben wir fabelhafte Ausreden. Für Hass gibt es Ausreden von morgens bis abends, nicht wahr? Für Liebe sehr weniger. Und man kann nur hoffen, dass in diesem Falle mit diesen unglaublichen Waffen, die heute unsere Welt zerstören könnten, dass man sich dann doch besinnt und vielleicht auch die jungen Menschen immer mehr begreifen, um Gottes Willen. Wir müssen auch was tun. Und alleine ein Protestmarsch ist nicht genug. Wir müssen es auch leben. Haben Sie das Gefühl, dass das nicht getan wird? Nicht in dem... Also ich meine, ich kann es nicht beurteilen. Meine Tochter ging ja nicht auf sämtliche Schulen in Deutschland, ging auch nicht auf andere Schulen. Außer sie war in einer österreichischen Dorfschule. Für kurze Zeit dann also in Berlin und dann jetzt also in Hollywood. Also in Los Angeles. Und deshalb sollte ich da den Mund halten, denn da wären Vergleiche stümperhaft. Ich glaube, da gäbe es Menschen, die also weitaus mehr darüber wüssten, die sich ausschließlich damit beschäftigen. Sind Sie ein politischer Mensch eigentlich? Haben Sie sich früh um Politik gekümmert? Wissen Sie, nachdem ich meine Jugend damit verbracht habe, ununterbrochen im Keller zu sitzen und mir Bomben auf den Kopf schmeißen zu lassen, wie allen anderen, die also in Berlin zu der Zeit waren. Und später war ich in einem Kriegsgefangenenlager und bin dann geflohen. Da habe ich die Augen zugemacht und wollte es nicht mehr wissen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Und ich hatte ein sehr schönes Gespräch für eine Sendung, die der Otto Karunze mit mir gemacht hat, hier in Berlin mit Boleslav Barlog anlässlich meines kommenden Geburtstags. Und wir sprachen über diese Zeit natürlich, gleich nach dem Krieg, als es mehr Ratten gab als Menschen hier in dieser Stadt und nur Trümmer. Und zwischen diesen Trümmern wurde also eben das enthusiastischste Theater gemacht, das ich mir überhaupt vorstellen kann. Das sogar in seiner Freude, in seiner Spannung und in seiner herrlichen, das liegt natürlich auch am Barlog, sein Genie konnte sich entwickeln inmitten dieser Trümmer, dass es oftmals mich an die große Zeit auch des Broadway erinnert, nicht wahr? Kann es nicht sein, dass das auch ein bisschen am Publikum, an uns gelegen hat, dass wir so lange eben keinen Theater mehr gehabt haben. Das ging ja mit Literatur auch so. Wenn man sich die Filme von damals ansieht, die wir auch so toll fanden, und ich weiß nicht, wenn man sich die heute ansieht, ich gucke sie mir vorsichtshalber nicht an, dass es doch nicht so toll war. Die ersten waren gar nicht schlecht, so wie Ehe im Schatten. Das waren gute Filme oder Mörder unter uns, nicht weil ich da mitgespielt habe. Oder nehmen Sie Film ohne Titel von Koltner oder Zwischen gestern und morgen. Das waren keine schlechten Filme. Haben Sie sie wieder gesehen? Nicht in letzter Zeit, aber ich habe sie mal gesehen, also was weiß ich, auf irgendeinem Kanal nachts oder so, auch in Amerika laufen wir manchmal. Und auf den Kanälen. Nicht? Also ich weiß nicht, ich habe als Junge beispielsweise... Auf den Kabelstationen, um präziser zu sein. Ja, sehr gern Karl May gelesen. Auch so die historischen Romane von Karl May, die habe ich mir neulich wieder vorgenommen. Und fand das entsetzlich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dran gefunden habe. Aber ich meine, das ist nicht so... wichtig.
Sie haben ihm gesagt, Sie hätten im Keller gesessen. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Karl May mit ich meine nur, dass man sich selbst verändert und die Rezeption dann möglicherweise anders ist. Natürlich stellen wir heute größere Anforderungen. Wir sind natürlich auch daran gewöhnt, dass das Tempo eines Films viel, viel stärker ist, viel heftiger. Theater, ob es deshalb besser ist, das natürlich. Also beim Theater kann man von Tempo nicht reden. Die Vorstellung dauert ja 4-5 Stunden, da kann man gar nicht, muss man was zu essen mitnehmen. Und was zu schlafen manchmal, ein Kissen. Aber das wollen wir ja nicht sagen. Was mit dem Keller, muss ich sagen, da bin ich anders informiert worden. Mir hat eine alte Garderobiere von Ihnen neulich mal erzählt, die Hilde, als die jung war in der Uferschule, das war die einzige, die in den Keller gegangen ist, die ist immer durch die Straßen gelatscht, weil die irgendwo hin wollte. Die hat immer stur ihr Ziel im Kopf gehabt und ist nicht so häufig in den Keller gegangen, wie sie eigentlich sollte. Das stimmt nicht ganz. Da muss ich mich mit meinem Großvater verwechselt haben. Mein Großvater lehnte es ab, in den Keller zu gehen. Und zwar unter folgendem, ja doch sehr beeindruckenden Satz. Er sagte, all die, die für diesen Hitler gewählt haben und der diesen Krieg angezettelt hat und die Bomben, die wir nun auf den Kopf bekommen, die sitzen hier im Keller und beten plötzlich, dass sie doch bitte nicht getroffen werden. Ich kann es nicht ertragen, deshalb bleibe ich oben. Mit dem Großvater hatten Sie ein gutes Verhältnis, glaube ich. Habe ich Ihr Buch noch mal gelesen da? Er war ein ganz unglaublicher Einfluss auf mein Leben. Nicht wahr? Denn wer wächst schon auf als junges Mädchen bis zu meinem Ende 7. Lebensjahr nur mit einem älteren, sehr viel älteren Mann? Ja. Haben Sie den Vater manchmal vermisst eigentlich? Mein Vater starb, da war ich 6 Monate alt und er war 28 Jahre alt, aber ich habe nur immer ein Bild von ihm gehabt, ein kleines Bild, das trug ich immer bei mir und noch heute. Ich meine, Ihre Chansontexte müssen ja nicht unbedingt autobiografisch sein, aber Sie, in einem erinnere ich mich an eine Zeile, dass der Vater eigentlich einen Sohn haben wollte. Ich weiß nicht, wie ging denn das noch? Nun, das ist ein... Von nun an ging es bergab, glaube ich, war das nicht? Also so ernst so ist genommen sollte man also nicht werden, wenn man also einen Chanson schreibt. Nein, ich meine, aber man kann ja mal fragen, nicht? Man kann fragen, ja. Es gibt immer nur dumme Antworten. Nicht unbedingt, nein. Sie haben auch eins geschrieben, was mir, also die Zeile, die mich... die ich behalten habe, obwohl das sehr alt ist, glaube ich, das sind, wo Sie gesagt haben, Illusionen sind das Schönste auf der Welt. Das habe ich nicht geschrieben. Haben Sie nicht geschrieben, nein. Aber gesungen? Ich habe es gesungen und zwar vor, auch fragen Sie mich nicht wann, vor x Jahren, in einem Film mit Hardy Krüger. Und der Friedrich Mayer, der Ehemann der Margot Hilscher, der hat damals dieses Lied geschrieben. Ich weiß nicht mal mehr, wer den Text geschrieben hat, vielleicht hat sogar er den Text geschrieben. Aber ich glaube, es war Fritz Rotter, der den Text geschrieben hat. Und zu der Zeile haben Sie keine Beziehung. Ich meine, jetzt, wir haben auch nicht mehr viel Zeit, über Illusionen zu reden. Sie wollen jetzt schon hier wieder ein bisschen was machen, fahren dann wieder zurück nach Kalifornien. Ich fliege in, in 3 Tagen wieder zurück. Ja. Und dann fangen wir an. Warum kommst du denn nicht mal ein bisschen näher und redest? Ne? Will er nicht. Nur in Notfällen, ja. Und wir werden eine Tournee machen. Und mit neuen und alten Chansons, an denen ich im Moment schreibe. Und im Moment mache ich eine amerikanische Platte, die habe ich unterbrochen. Mhm. Deren Texte ich selber geschrieben habe. Man kann nur hoffen, dass ich auch in Amerika dort, also vielleicht durch mein Schreiben und auch meine Beziehung zu dieser Sprache neue Wege für mich selbst auch finde. Ja, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Frau Knüff. Ich danke Ihnen.